Oh, hi. Ich bin der Emilio. Ich bin hier gerade am Martinshof. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum. Ganz einfach, ich bin eine neue Rolle im Film Bibi und Tina und ich spiele den Tarek Schmüll. Ich meine, wer hat denn mit dem Schloss und eine Monokelsammlung? Klappt ja schon ganz gut mit dem Viecher, was? Bildet ihr schon eine Einheit? Bibi und Tina voll verhext. Das ist Olli Schulz. Wer ist da? Ich glaube, mein Zauberspruch hat sich aufgelöst. Hallo Nora. Nämlich ganz wichtig, man muss am Set auch mal ein bisschen runterkommen und einfach mal ein bisschen durch die Gegend sausen und den Wind in den Haaren spüren. Ich mache auch selber Musik, hauptsächlich R&B, Coversongs und schreibe aber auch selber viele Songs. Privaten Songs gehen meistens darum, einfach, was ich momentan für ein Gefühl habe, wie ich mich fühle, ob ich jetzt traurig bin oder gut gelaunt. Und je nachdem, wie ich dann halt gelaunt bin, schreibe ich meine Songs. Und wenn ihr jetzt genau wissen wollt, was ich bin und was ich mache überhaupt, dann kann ich nur sagen, schaut euch den Film an. Ab Dezember im Kino. Das sind Bibi und Tina auf Amadeus von Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten.